Hi Leute, willkommen zur 14. und letzten Folge der Hausbaureihe hier mit dem Schwimmbad. Ja, hab jetzt lange euch darauf warten lassen auf diese letzte Folge hier. Ich hatte die letzten Wochen einfach nicht die Zeit dafür, aber wir werden heute unser Schwimmbad abschließen und ich habe mir auch jetzt schon einen Namen von euch ausgesucht. Ihr hattet einige coole Ideen und ich fand die Idee, das Schwimmbad Blaue Kaskade zu nennen, eigentlich ganz cool, in Anspielung auf diese Dingsies hier, die man ja so ein bisschen als Wasserfall Kaskade nennen kann und ich fand auch die Pokémon-Anspielung ganz lustig. Deswegen werden wir es einfach mal Blaue Kaskade nennen, auch wenn es irgendwie eher so ein Türkis, Orange und keine Ahnung, aber türkisfarbene Kaskade klingt auch blöd. Oder Aqua-Kaskade. Ja, irgendwas davon. Ihr werdet es auf jeden Fall im Titel sehen, wie wir das nennen werden. Und ja, ihr findet auch in der Videobeschreibung den Link, den Download-Link für dieses Grundstück, falls ihr es herunterladen wollt. Wir haben hier fast alle Erweiterungen verwendet, außer Supernatural und einfach tierisch und auch keine Accessoire-Packs. Ja, aber am wichtigsten würde ich sagen, ist Inselparadies und Jahreszeiten für das Grundstück. Die anderen Sachen sind optional, so Vergnügungsmöglichkeiten und ein paar Dekorationsgegenstände. Aber Jahreszeiten und nicht Into the Future, Jahreszeiten und Inselparadies sind meiner Meinung nach relativ wichtig für das Grundstück, damit das auch einigermaßen so aussieht wie aktuell. Aber ich denke mal, auch selbst ohne Erweiterung könnt ihr auf jeden Fall das Grundstück nutzen, müsst dann halt nur ein paar mehr Sachen auch austauschen. Genau, und ich wollte auf jeden Fall noch ein paar Änderungen vornehmen hier am Ende, die ihr noch geschrieben habt, was wir hier noch machen könnten. Also, ihr wolltet hier vielleicht noch ein paar mehr, ja, Kaufmöglichkeiten sehen. Ich überlege gerade, haben wir irgendwo Regale? Ich glaube, ich nehme einfach ganz normale Regale und packe die hier noch so ein bisschen hin. Dann nehmen wir einfach die aus Into the Future, weil die sind ein bisschen am unauffälligsten. Wo sind die denn hier? Brauchen wir natürlich wieder Move Objects on. Ja. So. Okay, dann muss ich das so machen, glaube ich, damit die auf der gleichen Höhe bleiben. Ja. Genau, weil ihr wolltet hier ein paar Kaufregale noch sehen und dann packen wir hier einfach noch welche hin. Ich überlege, ob ich die nicht einfach in weiß mache, aber ich glaube, in weiß könnten die ganz angenehm sein, dass das nicht allzu auffällig ist hier. Und ich mache diese Lichter hinten immer schwarz, weil dann ist das quasi kein Licht, ne? Wenn man das Licht komplett schwarz macht, ist es quasi nicht da. Ich meine, es gibt Schwarzlicht, ne? Versteht mich nicht falsch. Wobei Schwarzlicht ist ja eigentlich auch eher ultraviolettes Licht. Deswegen ist es ja eigentlich auch ein bisschen was anderes. Jedenfalls können wir hier noch ein paar Sachen zum Verkaufen draufstellen. Das habt ihr euch gewünscht. Zum einen ein paar Klamottenstab. Ich weiß allerdings nicht, ob man die da draufpacken kann. Also das Problem mit Regalen ist halt, dass richtig viele Sachen da nicht drauf passen. Aber ich werde einfach mal versuchen, so viele Sachen wie möglich da drauf zu packen, dass man hier was kaufen kann. Vielleicht noch so ein Quietscheentchen. Hier. Die Dinge können wir auf jeden Fall draufpacken. Die sehen dann so ein bisschen aus wie Shampoos vielleicht. Hier ein paar Seifen auf jeden Fall. Seife ist immer ganz gut, wenn man in ein Schwimmbad geht. Und ich wollte auch noch dieses Shampoo hier verwenden. Und Klamottenstapel habt ihr gemeint, würden hier auch noch reinpassen. Aber da, wie gesagt, weiß ich ja halt nicht genau, ob das überhaupt da drauf passt. Hier, die Dinger können wir auf jeden Fall nochmal verwenden. Die hatten wir ja hier vorne schon. Passt da noch irgendwie eins hin? Also theoretisch, wenn da noch einmal so ein Klamottenstapel hinpassen würde, das wäre natürlich sehr praktisch. Schauen wir mal eben. So findet sich. Die kann man tatsächlich da platzieren. Ja, dann machen wir das. Okay, cool. Dann haben wir hier soweit ein schönes Regal gefüllt mit ein paar Sachen, die man hier auf jeden Fall kaufen kann. Ihr könnt theoretisch auch sowas irgendwie hier platzieren. Aber das ist ein bisschen albern. Nee, ich finde die Sachen soweit schon ganz in Ordnung. Werden wir einfach hier irgendwie die nochmal so einfärben, dass man hier noch so ein bisschen Backup hat.
Okay, und hier die Klamottenstapel können wir auch noch mal ein bisschen anders gestalten. Weil ich finde immer, die sehen ganz schrecklich aus, vor allem mit dem schwarzen T-Shirt oben. Das sieht immer ein bisschen. Genau, also hier kann man quasi Badekleidung kaufen, das finde ich eigentlich ganz cool. Und ansonsten, oder Bikinis theoretisch auch, Badehosen, was weiß ich was. Es ist ja einfach nur ein Stapel mit Klamotten. Da kann ja eigentlich alles Mögliche drunter liegen. Nur das sieht halt von oben immer aus, als wären das alles Polohemden. Aber wir tun einfach mal so, als wären da alle möglichen Dinge. Genau. Ich wollte ursprünglich tatsächlich das, also diesen Teppich ein bisschen mehr nach dem Bild gestalten, weil das Bild sonst ein bisschen deplatziert wirkt. Aber das wäre sonst auch ein bisschen sehr bunt. Habe ich die Lampe eigentlich umgefärbt? Ja, habe ich. Okay. Ja, aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt hier noch ein bisschen mehr passend zu dem Bild gestalten kann. Ich könnte maximal ein bisschen orange machen, aber da gefällt es mir ehrlich gesagt vorher besser. Dann sticht das Bild halt einfach ein bisschen mehr raus hier aus dem Raum. Das ist ja, finde ich, auch ganz okay. Genau. Das war das. Dann wolltet ihr noch das Massageregal sehen? Ich überlege gerade, wo das hinpasst. Das könnte man vielleicht hier in den Flur irgendwo reinpacken. Denn ich nutze ja sowieso hier die Saunen und auch die Duschen, die, glaube ich, alle aus dem einen Set sind mit dem Wellness Center, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, die sind tatsächlich alle aus dem Wellness Center Set. Das ist, oder Massage Grundstück Set, das es im Sims 3 Store gibt. Das auch sehr schön aussieht. So ein Massage-Wellness-Regal einfach. Und das passt hier schön in den Flur rein. Genau, weil das wurde vorgeschlagen. Das können wir hier einfach noch mit nutzen. So, und zwar das hier vielleicht mal hell. Und das hier sollte dann dunkles Holz werden, damit das zusammenpasst zu den ganzen anderen Möbelstücken hier. Dann machen wir das hier vielleicht hellblau. Macht ja meiner Meinung nach Sinn, dass die hier so hellblaue Handtücher haben auch. Und dann so orangefarbene Kerzen. Auch das macht, finde ich, Sinn, weil wir hier dieses Farbthema haben. Genau. Dann, ich habe ja nämlich mir so eine kleine Liste geschrieben, was ich hier denn alles noch ändern soll. Hier wurde gesagt, dass die Stühle eher wenig Sinn machen, sondern vielleicht eher so Theken. Deswegen werde ich hier ein paar Theken platzieren. Und ja, vielleicht so eine hier, so in die Mitte. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus, oder? Wir können es vielleicht, vielleicht können wir die auch so ein bisschen eingebaut aussehen lassen. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich überlege gerade, vielleicht wenn wir hier auch noch mal dieses Muster nehmen. Andersrum. Andersrum spielen. Ja, genau. So rum. Obwohl, ich überlege gerade, macht das Sinn? Ja, doch, wir probieren es mal. Und zwar müsste die Theke dann so hier hin, damit das möglichst, ne, damit abschließt. Ungefähr. So. Hallo? Da. Nein, nicht ganz. Oh, da ist doch eine Lücke. Du sollst doch damit abschließen, du blöde Theke. Ich hab dich doch. Ja, das ist sehr schwierig, jetzt gerade den Ort zu finden, wo der. Da seht ihr, es ist immer nur so ganz flüchtig. Immer nur, wenn ich das ein bisschen schneller bewege, dann. Ich meine, nicht mal das ist richtig. Ich habe keine Ahnung, warum das da nicht anschließt. Vielleicht, weil das da im Weg ist, dass es das da nicht will. Ja, schien daran zu liegen. Okay. Packen wir das da noch hin. Hallo, da. Das will immer nicht, wenn da ein Objekt davor steht. Das auch noch. Genau, dann schiebe ich das noch so ein bisschen nach hinten, dass das so ein bisschen mehr eingebaut aussieht. Und dann haben wir hier halt die Möglichkeit, da könnte man, wie gesagt, wurde irgendwie Handtücher. Wir können ja nochmal Handtücher draufpacken. Das wäre vielleicht ganz cool. Das Ding hier zum Beispiel. So. Also.
Genau, da können wir jetzt noch ein paar Handtücher drauflegen, wobei die Farbauswahl vielleicht nicht unbedingt die beste ist an der Stelle. Ich nehme dann lieber die hier. So. Und dann nochmal die. Ja, ist okay, Spiel. Ich weiß, du laggst ganz schlimm. Mein PC ist auch sehr warm, weil es ist allgemein sehr warm aktuell. Das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, dass es bei euch sehr warm ist. Denn das würde mich sehr interessieren, vor allem wie ihr das geschafft habt, dass euch das noch nicht aufgefallen ist. Es ist nämlich ziemlich warm, Leute. Es ist verdammt warm. So, genau. Dann kann ich hier einfach jeweils so ein paar Handtücher hinpacken. Wenn man möchte, kann man seine Klamotten noch daneben hinlegen. Irgendwelche Brillen, Wertsachen, was weiß ich was. Genau, weil es wurde gesagt, dass das mehr Sinn macht, als jetzt hier irgendwie einen Stuhl hinzupacken. Dann haben wir also, wir haben Spiegel, wir haben da noch so ein paar Sachen, vielleicht irgendwelche Pflegecremes nach der Bräunung oder davor oder was weiß ich. Man hat da noch ein paar Handtücher. Das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Dann wurde noch gesagt, so eine geschwungene Palme, weil ich weiß halt nicht, ob ihr das Store-Set kennt, ob ihr allgemein irgendwie was mit dem Store zu tun hat, aber auch Teil dieses Massage-Grundstücks ist. Also ich werde es euch auch mal einfach unter dieser Folge in die Videobeschreibung verlinken, weil ich glaube tatsächlich, abgesehen von diesem Store-Set, beziehungsweise diese Einrichtung, habe ich keine anderen Sets verwendet. Deswegen, falls ihr möchtet, dass das alles so aussieht wie bei mir, solltet ihr euch wahrscheinlich irgendwie dieses Set besorgen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Müsst ihr aber natürlich nicht. Und da ist halt auch diese Palme ein Teil davon. Genauso wie diese hier. Also die beiden gehören zusammen. Und die könnten wir hier irgendwo noch reinpacken. Entweder hier hin oder hier so. Ich glaube, ich würde sie schon lieber hier hinpacken. Nehmen wir mal die weg. Packen stattdessen diese hier her. So. Hallo, ich möchte ihn ein bisschen mehr nach da drehen. Ich hasse das, wenn diese Objekte sich nicht komplett so drehen, wie ich möchte. Seht ihr? Da. So möchte ich die gerne drehen. Genau, dann schwingt die sich hier so ein bisschen an der Seite entlang. Und über die Liegen drüber. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja, dann haben wir noch so ein kleines Highlight hier im Außenbereich. Das finde ich ganz gut. Das waren soweit eure Vorschläge. Und das Letzte, was ich noch machen möchte, sind ein paar von diesen... Ich weiß immer nur einen guten englischen Begriff dafür. Falls ihr einen guten deutschen Begriff für diese Dinger wisst, wie heißen die denn hier im Spiel? Prismische Bodenplatte. Falls ihr einen besseren Begriff dafür als prismische Bodenplatte wisst, dann gebt mir Bescheid. Denn ich weiß immer nur, dass man die Skylights nennen kann. Ich finde, das ist auch ein sehr schönes Wort, aber... Weiß nicht, ich habe es auch gern, wenn ich Sachen einen deutschen Namen geben kann. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein, das ist hier wieder asymmetrisch. Ich hasse asymmetrisch. Also eigentlich mag ich Asymmetrie, aber nicht bei solchen Dingen. Bei solchen Dingen ist Asymmetrie sehr nervig. Ja, zum Beispiel bei sowas hier. Dann, ja, das meine ich. Wie wäre es, wenn wir das dann so machen? Ja, so könnte ganz gut aussehen. Theoretisch könnten wir es sogar... Ich probiere es erstmal so. Also ich hätte gern, weil wir haben ja sowieso hier nur einen großen offenen Raum. Das einzig Problematische könnte das hier werden. Genau, das müssten wir maximal so machen. Ja, könnten wir eigentlich machen. Und dann hier noch daneben. Das ist nicht so das Beste, aber geht auf jeden Fall. Kann ich denn jetzt eigentlich das auch nochmal in die Mitte machen? Nein, das ist natürlich auch nicht. Ich habe es auf beiden Seiten schön ungerade gebaut. Das ist ja toll. Also das freut mich ja richtig. Was wir dann aber so machen können, wäre einfach so 9er Felder. Komplett... Wie sieht das aus? Das sieht man, glaube ich, von hier aus nicht. Oder doch, sieht man. Okay. Sind die denn auch alle... Also, klappen die auch alle? Ich glaube... Okay. So funktioniert das. Genau, dass die hier alle durchsichtig sind und man hier nach unten gucken kann.
Dann werde ich die alle noch einmal farblich anpassen. Und dann hat man hier quasi so ein bisschen natürliches Licht. Also wir haben hier sowieso schon genug natürliches Licht, aber... Ah ja, und wenn ich das gerade hier sehe, sollten wir auch die Decken alle noch anpassen. Ich glaube, habe ich das schon mal irgendwo gemacht? Nein. Dann machen wir das auch noch. Moment, ich schreibe es mir direkt auf meinen Zettel. Deckenplatten oder so. Mit Ausrufezeichen, weil ich das sonst immer vergesse. Ich vergesse es bei jedem Grundstück. Ich mache es sehr gerne, weil einfach, wenn man, vor allem wenn man Screenshots und sowas machen möchte, was ich hier eigentlich immer gern mache, dann ist sowas sehr wichtig, dass das dann auch ein bisschen schöner aussieht. Aber ich vergesse es immer einfach, weil man normalerweise im Baumodus dann nie drauf achtet. So, wie wäre es denn, wenn ich einfach dieses Metall hierfür nehme? Das könnte ja eigentlich ziemlich gut dazu passen, weil wir so überall dieses Metall verwenden. Ein bisschen dunkler, ein bisschen weniger bläulich vielleicht. Ich finde, das Bläuliche passt hier nicht ganz so her. Und dann machen wir das, ich würde sagen, in einem dunklen Türkis, oder? Oder in einem dunklen Blau. Dass es möglichst auch durchscheinend ist. Ja, ich finde Türkis schon besser. Doch. Vor allem, ich finde, das passt ganz gut mit dem Dach zusammen, wenn das irgendwie Sinn macht. Hat einen ähnlichen blauen Schimmer. Finde ich ganz in Ordnung. Ist eine interessante Farbe auf jeden Fall. Wenn einer mir sagen kann, wie man diese Farbe hier in Fachkreisen nennt. Ich glaube, Petrol ist ein bisschen was anderes, oder? Oder ist das schon Petrol? Ihr müsst halt eher auf die Farbe achten und nicht auf die, wie sie im Fenster aussieht, weil da ist sie natürlich ein bisschen durchscheinender, weil es soll ja ein Fenster sein. Aber ja, ich finde diese, ja, 3x3 Deckenlichter eigentlich echt ganz cool. Ich weiß halt echt nicht. Deckenlichter, wie nennt man dieses Zeugs? Bodenfenster. Deckenfenster. Ich habe keinen Schimmer. Aber sie sehen auf jeden Fall ganz cool aus. Sind auf jeden Fall ein schönes, modernes Element. So, ich glaube, das war alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, jetzt fehlen nur noch die Deckenplatten, die wir überall hinpacken werden. Ja. Also das ist, glaube ich, ein cooles Element, vor allem auch von innen. Und dann müssen wir hier nur noch halt die Decken entsprechend anpassen. Auch da würde ich super gern wieder diesen Boden nehmen. Aber ich gucke mal, ob ich irgendwie was anderes finden kann. Das haben wir hier schon für den Boden. Das sieht ganz schrecklich aus. Genau das hier. Aber ich würde es eigentlich ungern nochmal wieder verwenden. Haben wir denn irgendwas anderes, das dafür geht? Das sieht, glaube ich, ein bisschen zu edel aus. Oder ich nehme sowas hier aus Traumkajern. Müssen wir nur gucken, ob wir das ein bisschen... Ich finde es interessant, wie hier das Muster angezeigt wird, aber da wird die Wand angezeigt. Das ist sehr schön. Ja, müssen wir nur ein bisschen anpassen, dass das nicht ganz so komisch aussieht. Genau, ein bisschen neutraler einfach. Bisschen heller auf jeden Fall. Ah, es ist deutlich zu hell. Definitiv zu hell. Wenn wir es auf jeden Fall nicht so hell haben wollen. Aber ich weiß nicht, grau ist auch ein bisschen sehr langweilig, ne? Da müssen wir schon gucken, dass es auch ein bisschen interessant wirkt. Vielleicht ein bisschen bläulich? Blau-grau? Ich finde, das sieht direkt schon mal ein bisschen interessant. Ich muss mal irgendwo hingehen, wo man auch die Wand mit hat. Oder vielleicht eine ganz dunkle Decke. Aber dunkle Decken sind auch nicht besonders gut. Also sie sehen zwar ganz schick aus, aber sie machen die Wand auch deutlich niedriger. Das will ja auch keiner. Vielleicht muss ich sie doch einfach hell machen. Vielleicht eher so in Richtung Beige. Ein bisschen was Wärmeres einfach in den Raum reinbekommen. Vor allem, wenn wir hier halt auch Sonnenlicht dann von oben haben, passt das vielleicht. Warmes Licht, warme Decke. Sollte aber auch nicht zu beige sein, weil das ist dann zu großer Kontrast, finde ich. Ich finde das immer schwierig, die richtige... Also gerade, wenn man so viele neutralen Farben verwendet. Deswegen baue ich gern bunt.
Weil bei bunt, weil also ich habe das Gefühl, ich verstricke mich sonst bei nicht bunt viel zu sehr in Grautöne und Brauntöne und das sieht mir alles dann immer zu gleich aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm, aber mir kommt das dann immer alles super gleich vor. Und das finde ich immer schrecklich. Ich mache es auch einfach lieber so. Okay. Ich muss nur einmal probieren, ob ich das irgendwie hinkriege, dass das hier auch irgendwie mitgefärbt wird. Weil hier ist ja eigentlich ist hier eine Decke. Aber irgendwie wird die nicht richtig angezeigt. Ah, jetzt. Leute, jetzt haben wir es. So, Moment. So, okay. Und dann machen wir das vielleicht nochmal hier hin. Nein, nicht auf dem Boden, dummes Spiel. Ich möchte gern hier. Ja, so, seht ihr? Das ist irgendwie immer so ein Grafikfehler. Keine Ahnung wie. Genau. Aber immer so ein Fehler, dass solche Sachen nicht angezeigt werden, obwohl hier eindeutig Decke ist. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier auch eine vollständige Decke. Das ist doch schön. Hier vielleicht auch noch mal einmal einfärben. Okay. Das sieht doch alles in Ordnung aus. Werden wir dann die Screenshots am Ende oder wenn ich hier noch mal eine Rundführung mache, werden wir es noch mal ein bisschen besser uns anschauen können, denke ich mal. So, ach, das ist hier raumweise. Mal hier, Raumprinzip funktioniert. Funktioniert nicht nur bei Sims 4. So. Ach ja, genau, mir wurde auch mal der Tipp gegeben, ich kann einfach die Wände runter machen. Dann habe ich hier nicht die Probleme, dass ich nicht alle Decken sehen kann. Ah. Solche Kleinigkeiten fallen einem halt auch einfach manchmal nicht auf. Okay. Dann haben wir hier noch draußen was. Draußen haben wir natürlich auch noch Decke. Also, die da ist absolut sinnlos. Die braucht man nicht. Die gibt's nicht. Die lösche ich, weil die. Da ist ja gar keine Decke drüber. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch was. Das würde ich dann gerne vielleicht so gestalten. Halt einfach. So wie das drüber halt. Also einfach nur. Weil es sieht ein bisschen mehr aus wie sogar wie eine Betonplatte, finde ich. Obwohl es ja eigentlich eher in Richtung Metall geht. Also von dem Muster, was wir hier verwendet haben. Das ist Metallmuster. Da ist ja nichts mehr. Hatte ich da noch irgendwie was überstehen? Ah, da. Genau. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wieso das hier immer. Hä? Da, okay. Warum? Das funktioniert irgendwie gerade alles nicht. Muss ich das vielleicht nochmal löschen, nochmal rückgängig machen? Vielleicht funktioniert es dann. Mal eben schauen. Nein, nicht wirklich. Hallo? Da soll bitte auch noch Boden hin. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das sind halt die guten alten Bugs, die dafür sorgen, dass diese ganzen Sachen nicht richtig funktionieren. Aha, jetzt also. Gut, wenn ich dann nochmal hier den Boden lösche, sollte das alles weg sein. Und dann hier. War hier nicht irgendwie auch noch was überflüssig? Nee, passt. Hier ist auch soweit alles in Ordnung. Aha, da ist noch. Ich habe keine Ahnung, wie diese Dinger da immer hinkommen. So zufällige Flecken. Da fehlt noch. Und da ist auch noch zu viel. Ah nee, da fehlt gar nicht. Das ist auch wieder. Ach, warum, wie funktioniert das denn, dass hier überall diese Dingsies hinkommen? Aber diesen Fehler habe ich schon seit Ewigkeiten in Sims 3. Ich denke mal, den meisten fällt das nie auf, weil man ja nie von unten seinem Gebäude hochschaut. Aber die sind so oft da,
diese. So, da funktioniert das alles. Ja, nee, sieht soweit alles ganz gut aus. Apropos, wir können noch mal gucken. Ah, da sind sie sogar schon unten drunter. Sehr schön. Bodenplatten. Haben wir die hier auch schon? Ja. Hat sich überall angepasst. Apropos, wenn wir hier schon mal sind, brauchen wir ja auch noch mal die hier. Nein, nein, nicht das Fenster. Genau, die Decken für die Räume hier. Sehr schön, dann haben wir soweit gleich alles. Und der Raum hat hier irgendwie wieder nicht ausreichend. So. Okay. Jetzt haben wir auch hier überall die Decke. Sehr schön. Okay, ja, nee, das ist ein bisschen lästig. Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, aber... Ja, sorgt auf jeden Fall bei den Screenshots am Ende für ein besseres Ergebnis. Und dann würde ich gerne hier vorne noch den Eingangsbereich ein bisschen gestalten. Wir haben bisher ja vor allem dieses Zeug hier verwendet, aber ich würde gerne für den Eingangsbereich ein bisschen was anderes verwenden. Dann nehmen wir einfach mal hier diese Bodenplatten. Ich nutze sie tatsächlich bei öffentlichen Grundstücken sehr gerne. Ja, aber ich glaube, dann werde ich die... So machen wir. Ich mag es eigentlich, wenn diese Bodenplatten auch mit einer ganzen Bodenplatte abschließen. Ich mag das nicht, wenn die dann so nur so halb sind. Deswegen werde ich das mal so machen. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass es nicht ganz mit dem Fußweg hier abschließt. Das sähe natürlich sehr, sehr schön aus, wenn das beides so ineinander übergehen würde. Aber ich finde, das sieht auch so ganz schön aus. Dann haben wir hier ein paar Bodenplatten. Ja, den Rest würde ich eigentlich schon fast so lassen, wie er ist. Ich finde, das sieht eigentlich so ganz okay aus. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwelche Pflanzen da dazu packen könnten. Einfach, um das noch ein bisschen freundlicher zu gestalten. Ja, vielleicht ein paar hier von diesen Büschen auch. Dass man hier vielleicht, also dass hier vielleicht nicht so 100% direkt ganz da reingeschaut werden kann. Ich finde das Violett eigentlich sehr schön hier. Deswegen nehme ich das auch mal mit dazu. Wenn es das noch in ganz klein gibt. Ich glaube, das ist das Kleinste, was es gibt. Würde ich das hier noch mit hinpacken. So. Ich muss dann gleich mal gucken, ob das auch alles nicht hier reingeht. Nee, im Gegenteil. Ich habe die sogar ein bisschen sehr weit von der Wand weg platziert. Okay. Dann vielleicht noch ein paar von den blauen Schmucklilien. Ja, Schmucklilien. Die passen hier natürlich sehr gut. Obwohl... Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Bläuliches. Dann machen wir lieber einen Kontrast mit Orange. Denn Orange haben wir ja bekanntermaßen hier auch auf dem Grundstück. So. Ja, ich finde, das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Vielleicht noch ein bisschen, ich glaube, Azalee heißen die. Oder ja, genau, ein paar Azaleen. Einfach nur für ein bisschen mehr... mehr bunt hier vorne, dass das nicht... Das soll ja schon so ein bisschen sich in die Nachbarschaft eingliedern. Das soll ja nicht irgendwie in einem Industriegebiet stehen. Ich würde es zumindest nicht in ein Industriegebiet stellen. Sondern ich finde, das kann auch gut in eine Nachbarschaft, vielleicht mit so ein bisschen Neubauhäusern eher. Finde ich, passt das super gut rein. Ich werde mir hier das Grün noch ein bisschen auflockern, weil ich finde, mir ist sowas immer viel zu eintönig. Deswegen mache ich hier noch ein bisschen anderes Grün mit hin. So. Ein bisschen von dem hellen Grün noch. So. Okay. Sieht, finde ich, direkt ein bisschen besser aus. Dann würde ich hier noch ein paar von den Fahrradständern hinpacken. Falls hier ein Sim mit Fahrrad herkommt, kann er sein Fahrrad auf jeden Fall da platzieren. Vielleicht sogar noch einen mehr, weil ist ja Gemeinschaftsgrundstück, ne? Macht ja Sinn.
Da kann man seine Autos parken, da kann man seine Fahrräder parken und ansonsten gefällt mir das ganz gut. Wir haben hier eine Menge Reklame, wir haben da dieses Dingens. Wir könnten theoretisch noch, also theoretisch könnte man auf Supernatural noch dieses Dingens hinpacken, von wegen das anzeigt, dass hier ein Schwimmbad ist. Aber ich habe jetzt Supernatural ja einfach nicht mit reingenommen, weil wir ansonsten nichts aus diesem Erweiterungspack bräuchten. Und da finde ich das ein bisschen übertrieben, nur für dieses eine Schild das zu nehmen. Aber dann, ja, dann war es das eigentlich für das Grundstück, für unser schönes Schwimmbad. Und dann werden wir gleich noch einen kleinen Rundgang durch das Grundstück machen. So, dann machen wir jetzt also den Rundgang hier bei unserem Schwimmbad. Ja, und von außen fällt auf, dass wir eher horizontal gebaut haben. Also nicht so sehr in die Höhe, sondern in die Breite und ja, viel Fläche verwendet haben. Was aber natürlich Sinn macht bei einem Schwimmbad, denn da wollen wir natürlich möglichst viel Poolfläche haben. Wir haben auch zwei Etagen gebaut, haben hier so ein bisschen diesen Kontrast zwischen dem roten Backstein und ja, dem bisschen moderneren blauen Putz und dann hat auch noch so ein bisschen altmodischeres, ich habe keine Ahnung, was das ist, Aluminium-Metall-Verkleidungsdingens. Und es sieht meiner Meinung nach auch relativ belebt aus, auch von vorne mit den Plakaten und den Pflanzen und so weiter. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann haben wir hier direkt den Außenbereich. Ich finde, der wirkt auch schon sehr einladend. Mit den ganzen Palmen. Wie gesagt, im Sommer wirkt das natürlich alles ganz gut. Wie es im Winter aussieht, das wissen wir auch noch nicht. Wer weiß. Ja, und da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten hier uns zu beschäftigen. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, einige Sims schon mal hierher geschickt, dass sie hier einen schönen Tag im Schwimmbad verbringen können, damit ihr auch ein bisschen seht, wie das mit Sims gemeinsam hier aussieht. Ja, und dann haben wir hier den großen Außenpool, wo man auf jeden Fall viel Spaß haben kann, Spielbereich, viele, viele Sitz- und Entspannungsmöglichkeiten, was auf jeden Fall sehr schön ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Grundstück doch mal von innen an. Dafür müssen wir hier einmal nach unten und dann hier vorne reingehen. Da haben wir dann gleich den wunderschönen Eingangsbereich, der hoffentlich relativ einladend aussieht. Ich finde, er sieht eigentlich ziemlich einladend aus. Also man kommt hier durch diese beiden Türen rein. Und ja, also guck mal hier, diese Empfangstheke sieht doch schon echt sehr einladend aus. Man hat hier ein paar Einkaufsmöglichkeiten, was ich ganz cool finde. Und ja, kann man sich einfach vorstellen, dass hier vorne am Empfang ein paar Leute sitzen und ja, einen da begrüßen und abkassieren. Dann haben wir hier einen schönen Sitzbereich, wo man auch warten kann, falls man irgendwie auf Freunde wartet, mit denen man sich hier verabredet hat. Und hier sind noch so ein paar ja, Essensautomaten, Getränkeautomaten und so weiter. Und dann kommen wir hier in den Flurbereich. Also hier geht man dann rein und dann ist da drüben der tatsächliche Bereich des Hallenbades. Aber wir gehen erstmal in die Umkleiden. Wir gehen mal in die Damenumkleide, denn ich bin auch weiblich und gehe ich mal in die Umkleide rein. Und dann haben wir hier erstmal den Umkleideraum mit ein paar Spinden, einer Bank dazwischen, wo man sich umziehen kann, einer Menge Spiegel und auch einem Föhn, wo man sich die Haare nochmal föhnen kann. Also hier ist für alles gesorgt. Und hier hinten sind dann die Toiletten. Relativ neutral gehalten, mit Waschbecken natürlich, dass man ja oft auf Toilette gehen kann. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Duschraum mit zwei Duschen drin. Ja, und genauso sieht es auch bei den Männerumkleiden aus. Da habe ich einfach bei beiden das Gleiche gemacht. Deswegen brauche ich das, glaube ich, nicht nochmal extra zeigen. Aber so viel hier zu den Umkleiden. Nun gehen wir mal weiter Richtung großem Hallenbadebereich. Da haben wir hier erstmal den Spielbereich für die Kinder und die Treppe nach oben. Der Boden, also die Decke sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich direkt die Etage drüber mitgeladen habe. Die hat ja normalerweise auch diese schönen Fliesen, die wir bisher gesehen haben. Genau, hier haben wir den Spielbereich, wie ihr sehen könnt. Da sind auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, dass die Kinder sich ja auch beschäftigen, wenn man mit der ganzen Familie für einen Tag im Schwimmbad ist. Die können natürlich auch schwimmen gehen, aber vor allem für Kleinkinder ist es ganz gut, dass die hier eine Beschäftigung haben. Alles natürlich auch passend zu dem Schwimmbadthema gestaltet. Dann haben wir hier ein paar Liegen, so eine wunderschöne Wasserfälle und ein Whirlpool. Und ja, hier haben wir dann auch schon die namensgebende Kaskade, die sich ja hier von oben nach unten erstreckt über mehrere Etagen.
was finde ich sehr schön aussieht. Und dann haben wir hier den Pool. Ich habe mal eins dieser Garagentore geöffnet, damit ihr seht, wie das geöffnet und wie es geschlossen aussieht. Ich finde, das ist ein sehr cooler Effekt, dass man hier halt auch von draußen nach drinnen und von drinnen nach draußen schwimmen kann, je nachdem, ob gutes oder schlechtes Wetter ist. Genau, und dann haben wir hier auch noch weitere Liegen, wo man hier auch noch liegen kann. Also dieses Hallenbad ist ja vor allem für schlechtes Wetter gedacht, dass man hier auch bei schlechtem Wetter herkommen kann. Hat da auf jeden Fall noch ein paar Regale für seine ganzen Dingens, Sachen, die man mitgenommen hat, Badelatschen zum Beispiel. Und dann haben wir hier den Bräunungsraum, relativ schlicht gehalten. Ich meine, wir brauchen einfach nur ein paar Bräunungskabinen, falls die Sonne nicht scheint, um sich so natürlich zu bräunen. Oder falls irgendwie die Haut das nicht verträgt, kann man sich hier halt einfach so ein bisschen Bronzerspray auftragen lassen. Hat hier natürlich auch wieder ein paar Spiegel und so weiter. Ja, und das ist eigentlich soweit hier diese Etage. Dann wollen wir natürlich noch nach oben gehen. Das haben wir ja eben schon ein bisschen gesehen. Da gehen wir mit der Treppe hier hoch. Hallo Aiden. Das war Aiden Jones, falls ihr ihn kennt aus Riverview Gameplay. Hier haben wir eine ganze Menge Sitzmöglichkeiten. Und hier haben wir auch eine Bar. Oder naja, das heißt eine Bar, eine Barista-Bar. Und auch allgemein eine Kasse, also hier kann man sich was zu essen kaufen, ob jetzt irgendwie Kuchen und Kekse oder anderes Essen. Ja, und wie gesagt, eine Menge Sitzmöglichkeiten, um hier dann auch zu essen, sich zu unterhalten und da auf jeden Fall Zeit zu verbringen. Und dann haben wir hier noch ein paar Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, nämlich mit Billard, mit so Spielautomaten, einer Musikbox. Und auch mit Tischtennis. Tischtennis darf ja natürlich nicht fehlen. Tischtennis ist super. Wie auch er hier findet. Und eine Fotokabine. Also hier haben wir auf jeden Fall viele Möglichkeiten, uns außerhalb vom Schwimmbad zu beschäftigen, was sehr praktisch ist. Genau, und das war es soweit eigentlich auch hier. Ja, dann gehen wir doch mal wieder runter. So. Und ich würde sagen, wir schwimmen doch, also wenn wir das direkt können, dann schwimmen wir doch hier direkt nach draußen. Ich finde, das ist ein guter Übergang. So, schwimmen wir hier durch und kommen hier zu diesem Pool. Ich finde, der ist sehr cool geworden. Ein bisschen schade ist natürlich, dass die Wasserfälle so dunkel aussehen und damit nicht so, wie sie eigentlich aussehen sollten, dass sie halt zu den restlichen Steinen passen. Das ist ein bisschen schade, aber kann ich auch nicht ändern. Und dann kann man hier halt durchschwimmen zu diesem kleinen, ja, Strudel. Wir haben es ja so ein bisschen als Strudel angesehen. Stellt euch einfach vor, dass das hier durchstrudelt und man hier so mitgerissen wird. Und das ist bestimmt sehr lustig. Also, ich stelle es mir lustig vor. Und dann kommen wir hier nach draußen zum Hauptaußenbereich. Da haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, hier den Strudel. Dann haben wir hier noch einen kleinen versteckten Whirlpool, der auf jeden Fall relativ privat ist. Privater als der drinnen. Da kann man auf jeden Fall auch sehr schön entspannen. Und dann haben wir hier noch ein paar Duschen. Ein paar Außenduschen, falls man sich hier nach dem Bad direkt mal kurz abduschen möchte. Und dann haben wir hier den schönen großen Außenpool. Den finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir haben hier also eine große Liegefläche. Zu dem kleinen Gebäude gehen wir dann auch noch rein. Wir haben hier große, wirklich große Liegefläche. Wir haben hier noch so ein paar schöne Lichterketten. Wir haben natürlich auch den Stuhl des Bademeisters, der natürlich in einem Schwimmbad nicht fehlen darf. Dann haben wir hier den coolen Sprungturm. Der obere ist natürlich nicht benutzbar. Ich glaube, einmal habe ich gesehen, da wurde das getestet und dann hat sich der Sim einfach resettet, als er dort oben runterspringen wollte. Aber man kann bis hoch gehen. Man kann also so tun, als würde da ein Sim hochgehen und von runterspringen wollen. Aber es funktioniert wahrscheinlich nicht besonders gut. Jedenfalls, die anderen beiden Sprungbretter kann man natürlich nutzen und hat hier auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit, sich was zu essen zu kaufen, hier sich hinzusetzen, Hausaufgaben zu machen, wie der gute Sammy das macht. Und natürlich noch ein paar mehr liegen. Und dann haben wir hier einen Außenspielbereich. Also hier ist wirklich auch für Kinder gesorgt. Die können auf jeden Fall hier sehr viel Spaß haben. Auch wenn sie nicht in den Pool gehen, wenn sie vielleicht noch nicht schwimmen können, kann man auf jeden Fall hier auch spielen im Sandkasten und so weiter. Und hier haben wir, wie gesagt, die große, also das ist wirklich eine große Wasserfläche hier, wo der gute Don gerade drin schwimmt. Da haben wir auf jeden Fall viel Wasser, viele Möglichkeiten,
da zu schwimmen und Spaß zu haben. Ja, genau. Und so sieht das hier eigentlich aus mit dem großen Pool. Also ja, ich finde den großen Poolbereich, der ist auf jeden Fall echt ganz gut geworden. Und genau. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Sprungtürme mit den einzelnen Strecken, wo man hier runter schwimmen kann und da wieder rauskommen kann und so weiter. Also ja, so sieht soweit der Außenbereich aus. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns noch den Fitness-Massagebereich hier an oder Fitness- und Wellnessbereich hier in diesem kleinen Nebengebäude. Klar, im Winter ist es natürlich ein bisschen unangenehm, da dann erst reingehen zu müssen über draußen, aber ich weiß nicht, das ist meiner Meinung nach nicht das kleinste Problem. Schauen wir doch erstmal hier. Da haben wir auch noch einen kleinen Pool, der auch gerade benutzt wird. Das ist so ein bisschen, habe ich gesehen, als Kaltwasserbecken, vielleicht auch nach der Sauna, dass man da dann reingehen kann. Man kann sich hier unter den Wasserfall, ja, stellen quasi. Man kann unter dem Wasserfall schwimmen, wie es die Rabea hier macht. Oder einfach so sich hier ein bisschen entspannen. Oder falls man dann einfach ein bisschen kühles Wasser möchte, ist das hier der richtige Ort. Und dann hat man hier auch noch ein paar Liegen, um sich auch hier natürlich entspannen zu können, was sehr schön ist. Und dann haben wir hier draußen den Flurbereich quasi dieses Gebäudes, der auch relativ uninteressant ist. Aber hier haben wir nochmal jeweils eine Dusche drin. Huch. Hier einmal eine Dusche und nebenan in dem Raum auch. Sehr, sehr kreativ auf jeden Fall. Dann haben wir hinten noch zwei Saunen, also rechts und links jeweils das gleiche eigentlich. Da haben wir eine Sauna. Wunderschön. Und hier drüben müssen wir auch eine drin haben in dem Raum. Ja. Beide gerade nicht in Benutzung. Ist also frei, falls ihr da einmal duschen möchtet. Nicht einmal duschen möchtet, einmal in die Sauna gehen möchtet oder euch ein Schlammbad gönnen möchtet. Und hier gehen wir mal eben an der guten Maria vorbei. Aber ja, hier drin kann man auf jeden Fall schön trainieren, auf dem Laufband oder auf der Trainingsmaschine und kann sich so halt ein bisschen fit halten, wie es die gute Malika hier gerade macht. Oder Fernsehen, wie Maria das macht. Und hat hier auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich hier noch ein bisschen sportlich zu betätigen, wenn man nicht unbedingt ins Wasser möchte oder wenn man schon lange genug im Wasser war, ist das hier auf jeden Fall auch ganz praktisch. Ja, das ist eigentlich soweit das Grundstück. So sieht es aus von außen und von innen. Da habt ihr eigentlich jetzt alles gesehen. Es ist, wie gesagt, zum Download verfügbar. Findet ihr in der Videobeschreibung die Links dazu. Und ja, dann werden wir jetzt erstmal eine Pause machen von der Hausbaureihe. Einfach weil ich mal eine Pause brauche, weil ich jetzt wirklich jahrelang so ziemlich jeden Sonntag, außer ich habe es mal nicht hinbekommen, immer an einem Haus gebaut habe. Und ich habe eigentlich so meine Phasen, wo ich lieber Häuser baue und wann nicht. Und es ist einfach auch mal gut, nach dieser jahrelang andauernden Reihe mal eine Pause zu machen. Ich werde auf jeden Fall die Hausbaureihe weiterführen, aber halt eben nicht direkt nächsten Sonntag, sondern das kann einfach noch ein bisschen dauern, bis ich das weiterführen werde. Ich hoffe, da seid ihr dann aber wieder dabei, wann auch immer es wieder heißt, dass es mit der nächsten Hausbaureihe weitergeht. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß mit dieser Hausbaureihe. Wenn ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und ja, habt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Grundstück hier, wenn ihr es hier runterladen möchtet. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video von mir wieder. Ciao!